Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Hallo. Heute haben wir einen Polo 6N. Der kriegt vorne mal eben Bremsen neu. So, passt. Wir arbeiten heute ganz rudimentär mit einfachstem Werkzeug, komplett manuell. Wir haben keine Druckluft hier, also... Gar nichts. Einen ganz schlichten Wagenheber, der fast zu tief für das Auto ist. Wir kriegen die Räder kaum in die Luft. Ja, ja. Mal gucken, ob wir auf dieser Seite die... Sicherungsschraube der Bremsscheibe so loskriegen oder ob sie auch ausbohren müssen. Auf der anderen Seite mussten wir das auch. Weil irgendein schlauer Mensch bei VW sich gedacht hat, ja, wir können ja ruhig Kreuzschrauben als Sicherungsschrauben benutzen, die immer festrosten, da man auf Kreuzschrauben so schön viel Drehmoment auswirken kann. Genau. Das ist immer super. Ja. Und die überhaupt nicht runddreht. Ja. Also VW nicht nur bei Abgas böse, sonst auch. Immer böse. Auf dieser Seite sieht es tatsächlich weniger gammelig aus. Aber erstmal alles mit WD-40 einjauchen jetzt. Alles. So, mal Kniekissen, einmal Rad einschlagen. Tom randaliert. Ein leises Au. Da muss man auf. Das muss man da reinschneiden, das ist gut. So, einmal alles eingejaucht. Genau. Jetzt drücken wir schon mal im eingebauten Zustand den Bremskolben so ein bisschen zurück, indem wir hier gleich den Hebel ansetzen. Das zeigt Flo euch gleich. Ich löse eben ganz kurz die Gleitbolzen ein bisschen. Nee, drück ihn doch erst. Nee, das ist besser so. Ging eben besser, weil ich komme jetzt gar nicht an die Scheibe. Siehst du das? Ich komme gar nicht zum Hebeln so wirklich. Und warum gehst du nicht an den Belag? Weil der abbricht. Lass mich die lösen, glaub mir. Okay, Papa macht das anders. So, fertig. Na, fertig nicht, der ist nur schief jetzt. Ja, aber reicht. Okay. Dominik sagt, er ist fertig. Gleitbolzen los, dann können wir den Rest nämlich schön mit der Zange drücken. Ja. Hier, weil Dominik zeigt das mal eben bitte. Ja, so. So, was ist das Problem? Die Gleitbolzen, den ich da jetzt gerade schon reingeschoben habe, wie man sieht, der sitzt hier relativ knackback zwischen. Also es kann sein, dass man mit dem Schraubendreher die Schraube ein bisschen hebeln muss, dass man das da überhaupt alles rauskriegt. Ja. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Ja, das geht. Weil das Problem ist einfach, der Gleitbolzen sitzt bis hier dran. Ne? Und dann hast du hier keine Möglichkeit, die Schraube zu hebeln. Dahinter kommt man auch nicht hin so wirklich. Also das ist alles etwas ein Krampf so ein bisschen. Das muss man mal gucken, ob man das irgendwie hinkriegt einfach. Ach, das geil. Und sonst ist das eigentlich alles gar kein Problem. Was ich vielleicht gerade mal eben erwähnen möchte, Prozedere ist natürlich auch auf dem Lupo anwendbar. Ne? Also zumindest, es gibt verschiedene Varianten der Bremse. Aber vom Arbeitsablauf ist es alles ähnlich. Und zum Beispiel unser Lupo, der SDI, der hat exakt die gleiche Bremse. So, also folgendes. Sattel. Back. Einmal nach hinten ziehen. Und unten ist der, ich denke mal, das hier zwischen Belag und Sattel selber, ist der hier unten eingehakt. Also man muss erst nach hinten weg, oben hin und dann ist das in Ordnung. Ja. Die Belege sind Arsch. Bisschen Gewalt geht immer. Der wohnt jetzt da oben. So, da ist wieder eine sagenumwobene Kreuzschraube. Wir kommen auf die Seite. Ich hole mal eben Werkzeug. Jetzt sind wir gespannt. Also diese sieht deutlich weniger rostig aus, warum auch immer. Okay, das ist zu groß. Das kennt er sonst nicht. Kennst du sonst nicht, dass das zu groß ist? Jawohl, yeah, die kommt so los. Guck mal, eine Schraube. Schade, wir wollten euch das zeigen, wie man das aufbohrt. Schau. Naja, ihr nehmt euch einen Bohrer und haut den da rein. Also nicht hauen, sondern bohren. Was? Man kann auch, das Werkzeug haben wir jetzt hier nur auch nicht gehabt. Lass mal eben kurz so halbwegs drin. Wenn der Kopf komplett schon im Eimer ist, so hier am Rand, gib mir mal irgendwas zum... Ich nehme mal den so richtig so am Rand mit dem Körner ansetzen. Erstmal gerade rein, dass er erstmal
ein Körner ein Loch hat und dann mit dem Körner so schräg halten, Hammer, die Schraube drehen. Das ja, funktioniert okay, oftmals dann auch noch. Ja. Ja. Zeigen Sie mal die Scheibe, wie auer die ist. Wenn eure Bremsscheibe so aussieht, so, so und so und so Kante, Mörder und Auer, ja, dann macht sie neu. Dann lasst das Bremsen sein. Denn wer später bremst, ist länger schnell. Richtig. Er ist schneller im Baum, wolltest du sagen. So, ja. Jetzt putzen wir den ganzen Rotz mal eben ein wenig mit der Drahtbürste. Darf ich die Musikuntermalung selber machen? Sind wir verrückt? Ja, ein bisschen. Ist das in Ordnung? Ja, ist es. Wir benutzen jetzt hier auch extra keinen Drahtaufsatz für einen Akkuschrauber oder so, damit ihr wirklich mal seht, dass man es auch mit einfachsten Mitteln einfach, was wirklich so handwerklich, jeder, der ein bisschen handwerklich aktiv ist, wirklich jeder zu Hause hat. Nicht wie wir sonst immer auch mit Druckluft und allem drum und dran. Ja, also die ganz einfachen Werkzeuge. Das ist das ganz, ganz Einfachste, was man irgendwie machen kann. Ne? Also das ist wirklich nicht irgendwie ein Hexenwerk, dass man dafür 500, 600 Euro Werkzeug braucht. Nein, ja, das machen wir nur, weil wir es haben. Also, ja, richtig. Also wir haben es halt jetzt da, heute nicht hier, ist halt einfacher, weil wir heute bei Tom sind zu Hause. Ne? Und ja, es geht trotzdem genauso. Seid dann natürlich immer im Klaren, Bremse ist das sicherheitsrelevanteste Teil am Auto überhaupt. Genau, wenn ihr wirklich keine Ahnung davon habt, lasst es sein. Richtig. Versucht jetzt nicht von unseren Videos aus irgendwie, ja, ich habe ja gesehen, der macht das so und so. Ne? Wenn ihr sowas in der Richtung schon mal gemacht habt, dann ist okay. So, jetzt machen wir hier so ein bisschen Schmatze hin. Damit die Bremsscheibe nicht festgammelt. Richtig. Das ist jetzt auch keine Gleichmetallpaste, wie wir sonst benutzen, sondern reelles Hochleistungsschmierfett von ATE. Was die auch vorschreiben, wenn man ATE-Bremsen verbaut tatsächlich. Aber das interessiert ja normalerweise keinen. Richtig, normalerweise. So, Sicherungspimmelschraube benutzen wir mal wieder. So, hoppala. Wo ist das überhaupt? Da unten ist das. Da, wo du es rausgedreht hast. Echt? So rein zufällig ist das, ich weiß nicht, ist das an der gleichen Stelle. Echt? Ich bin verwirrt. Gib mir die. Jetzt arbeitet ihr mir die Arbeit weg. Unfassbar, dieser Typ. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann will man mal arbeiten, ausnahmsweise einmal im Leben. Und er macht alles kaputt. Ich wollte es dir nur erleichtern und die schon mal ansetzen. So, die muss jetzt auch keine 50 Newtonmeter fest. Ist einfach nur einmal. Eben ja, handwarm ran und dann ist er gehaut. Gut ist. Läuft. So. Den Sattel machen wir von innen auch nochmal eben ein bisschen sauber. Aber da passt wirklich auf, dass ihr nicht die Manschette vom Bremskolben. Richtig. Auf der Seite hier würde ich gar nicht rangehen. Nee. Getrost genau, ignorieren, weil wenn ihr die Manschette kaputt macht, ist doof. Ja, dann sagen euch nämlich, es gibt zwar Dichtsätze dafür, aber gerade bei diesem Sattel hatte ich das Problem nämlich schon genau, mal, da sagt euch fast jede Werkstatt. Ja, geh bloß vom Hof genau, damit und komm nie ich wieder. Wollte es selber machen beim Lupo. Wir haben es nicht hingekriegt, also mein Vater ist gelernter Kfz-Mechaniker mit über 30 Jahren Berufserfahrung, weit über 30 Jahren. Er hat es nicht zusammengekriegt. Ich bin damit zu meiner Werkstatt des Vertrauens gefahren und die haben mich damit quasi vom Hof gejagt. Also wir haben gesagt, das geht einfach nicht, kriegst du bei diesen Sätteln nicht hin. Also man kann das zwar machen, sagen ja, wir es so, aber es ist scheiße. Nein, bei diesen Sätteln haben sie gleich, also bei diesem Sattel kriegst du es einfach nicht hin. So, bei den neuen Belegen darauf achten, dass ihr den richtigen auf die richtige Seite ballt. Es gibt ein, der innere ist, da ist die Klammer ein wenig kleiner, also der in den Kolben ist größer. Nein, der Kolben verdammt, ist ja wohl ja, innen, stimmt, ne? Ups. Ich habe ja was falschen genommen. Ja, das könnte was deswegen geht das nicht. Wenn man den richtigen nimmt, dann fluppt es. Dann auch, geht das auch da rein, vernünftig, unfassbar. Haut Tom jetzt gerade einfach so ab? Nein, ich glaube, er kommt da mal her. Okay. Und die Belege sind auch unterschiedlich groß, um das mal eben so, ne? Ja. Der innere ist etwas kleiner, der äußere etwas größer. Ist okay. Jetzt kommt noch auf die Gleitflächen, erstmal bevor du das Ding da einbaust, die Paste drauf. Das macht keinen Sinn, das können wir so nicht machen. Oh, er hat die Abdeckung wieder eingebaut. Oh nein. Ich wollte ihm das doch. Tom? Ja. So, während Dominik gerade wegläuft, erzähle ich mal weiter.
Wie eben bereits erwähnt, müssen hier unten da so zuerst rein. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt auf eurem Display überhaupt sehen. Ich kann mich gerade die Kamera nicht angucken. Doch, sieht man. Da unten. Da bin ich jetzt rein. Dann drücke ich den ganzen Bums hier so gegen. Und dann sitzt das so, wie es gehört. Jetzt nehmen wir uns die Gleitbolzen wieder. Und dann kommen die da einfach von hinten wieder rein. Wir müssen ein bisschen achten, dass sie die jetzt richtig in Position kriegt, dass die auch im Loch sitzen. Weil die Sättel sind halt wirklich Knack-Back-Spannung da drin. Und, was ich gerade schon wieder vergessen habe, was mir auf der anderen Seite auch passiert ist, kann man auch keinem erzählen, ja, schon wieder, dass ich die Schraube schon wieder falsch eingebaut habe. Es gibt nämlich eine kurze und eine lange Schraube. Verhalten Sie sich ja teilweise, es kann immer was sein. Ja, schon übrigens Pflicht, ne? Die musst du mit haben. Ich muss den mal eben erstmal wieder rauskriegen, die Schraube jetzt. So. Wir haben eine lange, eine kurze Schraube. Ich hoffe, ihr erkennt das jetzt. So. Lange Schraube, kurze Schraube. Die lange Schraube muss oben rein. In diesem Fall. Und die kurze Schraube muss unten rein. So, dann passt das Ganze auch. So, dann nehmen wir uns wieder die. Haben wir jetzt überhaupt gesagt? Das ist eine 6er im Bussnuss. Für die Gleitbolzen oben. Die nehmen wir dann so. Und jetzt werdet ihr auch gleich sehen, wenn ihr das hier reinschraubt, dass die, der Schraubenkopf gegen den Gleitbolzen drückt. Und wenn der Gleitbolzen hinten, das zeige ich euch mal eben, wenn der Gleitbolzen dann da jetzt wieder am Bremssattel anliegt, da drin, seht ihr das? Da ist jetzt wieder der Bolzen. Wenn der da anliegt, dann wird die Schraube fest und alles ist in Ordnung. Und die müssen auch wieder nicht 100 Newtonmeter kriegen, einfach vernünftig mit der kleinen Knarre fest. Das reicht vollkommen aus. 150. 150 und 200 Grad. Die Tüdelköppe da im Hintergrund labern schon wieder Scheiße. Was soll das? Hört auf damit. Wir gucken. Okay. Hör auf damit. Ich brauche noch einen Antrieb für meine Nähmaschine. Nee, den hast du ja. Ich würde sagen, den hat Toms Auto. Nee, der hier auch. Ja, aber das ist ein 1,4er Sauger. Digga, ist das deine komische Paste oder was? Das rote? Nee, das ist doch nicht bei dem. Ach nee. Welche Paste? Ja, dein Kontrast. Nein, falsches Auto. Was ist das? Dominik redet gerade schon wieder Scheiße, hört nicht auf ihn. So, alles fest. Und jetzt, wie immer, wenn wir eine Bremse machen, das sagen wir immer gerne wieder, wenn ihr jetzt losfahren möchtet, dann denkt auf jeden Fall dran, bevor ihr das Auto startet, einmal das Bremspedal so oft zu drücken, bis ihr wieder Bremsdruck habt. Es kann jetzt nämlich passieren, dadurch, dass wir die Flüssigkeit aus dem Kolben ja rausgedrückt haben, und die Belege zur Scheibe jetzt so ein bisschen Spiel haben, dass du dann beim ersten Mal losfahren rückwärts fährst, rollst auf eine Wand zu, drückst das Pedal bis nach unten, ja, und dann stehst du in der Wand, weil nichts passiert ist. Oft genug passiert, oft genug gesehen, ist das Erste, was dir jeder Kfz-Mechaniker sagen wird, wenn du eine Bremse machst. Und ja, vergesst das auf jeden Fall nicht. Wir bauen jetzt noch das Rad drauf, das kennt ihr, das müssen wir, denke ich mal, nicht mehr zeigen. Wir gucken uns noch die beiden komischen Lauchs an, die drüben wieder Scheiße reden. Ja. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video und wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Schrauben. Haut rein, bis dann. Ciao.